Moin Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, ich baue hier gerade ein Haus im Nether. Hier habe ich einen kleinen Mülleimer gebaut, da kann ich dann Dinge reinwerfen, die ich nicht brauche. Und ja, hier ist noch ein Crafting Table eben zum Craften, so was auch sonst. Und ich baue jetzt hier mal ein bisschen Sand ab, damit ich dann auch Fenster bauen kann. Aber soweit ich weiß, habe ich sogar noch Fenster im Haus. Also den Teil mit dem Sand abbauen kann ich, glaube ich, weglassen. So, oh, ist aber nur einmal Glas. Aber ich habe Sand hier im Inventar. Ich kann mir auch eigentlich direkt einen Ofen craften oder einen Braustand. So, also hier habe ich schon Braustand in meinem normalen Haus, aber ich habe hier noch eine Lohnroute, da kann ich also auch einen Braustand im Nether craften. Muss ich nicht immer extra hier ins Haus gehen. Ist ja einfach zu craften, so ein Braustand. Man braucht halt einfach nur... Halt... drei Steine, drei Bruchsteine. Mit normalen Steinen würde es, glaube ich, nicht funktionieren. Ich crafte direkt mal zwei Öfen zur Sicherheit. So, zwei Crafting Table braucht man ja nicht. Oh, es gibt hier keine Kohle. Ich muss wieder Kohle holen gehen. Es ist noch jede Menge in den Öfen hier. So, wie viele Öfen habe ich ja eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Öfen. Und zur Hölle habe ich ja so viele Öfen gebaut. Und hier sind sogar noch Goldbarren drin. Könnt ihr hier wieder rein. Ich kann ja mal zeigen, was man aus Goldbarren jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wofür man Goldbarren verwenden kann. Denn man konnte ja auch goldenen Äpfel craften. Okay. Ich wollte gerade eine Spitzhacke draus craften, um mal zu zeigen, was die einem bringt. Aber das geht wohl dann doch nicht. Also die Goldspitzhacke, die ist quasi einfach, die ist wie eine Holzspitzhacke. Nur einfach ist quasi die allerschnellste Spitzhacke, schneller als Diamant. Aber man kann damit auch wirklich nur ganz normalen Stein abbauen. Und man kann damit nicht irgendwie man kann da nicht irgendwie Diamanten mit abbauen oder sowas. Oder Redstone. Das geht nicht. So, da tue ich jetzt mal neuen rein. Mal Kohle und hier auch. So. Und jetzt wird hier der Braustand gecraftet. Also geht das auch. Kann ich das auch umgedreht craften? Aber immerhin geht's so auch. Das ist genial. So, der Braustand kommt am besten hier in die Ecke. Ich brauche ja aber noch ein paar Truhen. So, ich sag mal eine Doppeltruhe. Das sollte dann genügen. So, was kann ich hier reintun? Da tue ich den Stack Bruchstein rein, dann die Eichenbretter. Wobei, das kann eigentlich doch im Inventar bleiben. Ja, das lasse ich einfach mal dann so hier. So viel Glas brauche ich eigentlich gar nicht. So, eigentlich brauche ich jetzt nur noch neun Stück. Dann sollte ich 16. Im Moment, man braucht noch nicht mal 16 dafür. Ich habe eigentlich schon genug Glas. Warum denke ich immer, man braucht 16 mal Glas, damit man sich da eine Glasscheibe draus craften kann. Ja, man erhält 16 Stück, aber man braucht nicht 16. So, ein schön großes Fenster. Aber wie konnte man noch mal einen Zaubertisch craften? Ich habe ganz vergessen nachzugucken, wie man einen Zaubertisch craftet.
Aber ich glaube, ich weiß es noch ein bisschen. Man braucht auf jeden Fall Obsidian dafür, das weiß ich noch. Man braucht 2 Diamanten. Habe ich auch noch. Ich habe sogar noch 3 Diamanten. Oh. Nein, nicht ins Haus rein. Shit. Das läuft einfach in mein Haus rein, die Lava. Was soll das? Und ich renn. Warum nehme ich Schaden? Ich habe noch nicht mal gebrannt irgendwie. Also zumindest wurde es nicht angezeigt. Aber ich habe trotzdem Schaden genommen. So, werden wir die jetzt wieder hier los, die Lava. So, auf jeden Fall nicht. Okay. Es war auf jeden Fall ein Fehler, so ein großes Haus hier zu bauen. Ich muss die Quelle auf jeden Fall stoppen. Ich wollte jetzt eigentlich nur einen Block platzieren. Vielleicht ist das dumm, das so zu machen. Ah ja, von der anderen Seite geht es doch viel einfacher. Ich wollte einfach einen besseren Ausblick im Haus haben und dann ist sowas daraus geworden. Aber die Lava kann weg. Ich brauche eigentlich niemand. Ich tue die jetzt einfach mal so hier hin, dann läuft die dort schön runter. Genau, das sieht doch nice aus hier. Wird ein schöner kleiner Lavasee draus. Ja. Ach, ich habe übrigens doch noch eine Idee, wie wir in Minecraft an Fäden kommen, ohne Spinnen zu killen. Es gibt dafür nämlich 2 Varianten. Entweder in einem Dungeon Spinnennetze abbauen, oder erhält man Fäden. Oder ich installiere einfach. Also es gab da irgendwie so eine Mod. Da kann man alle Drops von Mods, von Mobs bekommen, ohne die zu killen. Dann müsste ich eben auch keine Spinnen mehr killen. Das ich ja auf jeden Fall vermeiden möchte. Ja, nicht, weil ich die Spinnen in Minecraft mag. Ich finde die Spinnen in Minecraft einfach ziemlich verstörend. Das ist leider die Wahrheit. So. Ich bin quasi zu feige und das gebe ich jetzt auch zu. Das ist mir egal, was ihr dazu sagt. Das ist einfach die Wahrheit. Na egal. So, hier kann eigentlich noch ein Fenster hin. Deshalb werde ich dann auch demnächst diese Mod installieren, wenn es sich installieren lässt. Denn es gibt ja so einen nervigen Bug, dass sich manche Mods nicht installieren lassen. So. Eigentlich möchte ich das Haus im Nether aber noch ein bisschen quasi erhöhen. Noch eine 2. Etage hier. Dann crafte ich mir hier mal ein paar Sticks. So. Oh, ich habe nicht genug. Shit. Ich brauche nämlich schon jetzt ein bisschen mehr. Da kann ich die Stöcke ja noch hier reintun. So, hier oben will ich jetzt noch eine Etage höher bauen, denn das Haus ist an sich ziemlich klein. So. Ich möchte gerne jetzt einen Spitzhack hier nehmen, wenn das Minecraft erlauben würde. So. Ich komme von oben dann keine Lava. Wäre ziemlich SCH-Eise, um es jetzt nicht ja vollständig auszusprechen.
so viel Netherrack. Ich glaube, ich crafte meine Eisenspitzhacke, dann geht es ein bisschen schneller. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie man Zaubertisch craftet. So. Obsidian. Wie viel Mal braucht ihr denn Obsidian? Ich glaube, das hat man so gecraftet. Was? Aber wie crafte ich sonst den Zaubertisch? Was zur... Hey, ich glaube, ich weiß es wieder. So ging doch der Zaubertisch. Wie bitte? Ich muss hier noch irgendwie craften. Hä? Warum habe ich jetzt alle Obsidianblöcke auf einmal genommen? Leute, ich wusste gar nicht, dass das geht. So auch nicht. Wie denn sonst, bitte? Irgendwie muss das doch gehen. Nein, kein Glas. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man diesen verdammten Zaubertisch craften soll. Na, ja, das Glas kann ich jetzt eigentlich hier zerstören. Bäm, kaputo. So. Ey, ich habe noch einen im Inventar. Den Eisendruckplatten. Aber die brauche ich ja jetzt nicht. Ich habe noch einen im Inventar. Ich frage mich aber, kann man Obsidian eventuell mit einer Eisenspitzhacke abbauen? Also so, dass es halt einfach weg ist. Und ich glaube, das geht. Aber ich frage mich, kann man das mit einer Hand abbauen? Also so, dass es einfach weg ist, ohne dass es gedroppt wird. Geht das? Mit einer Eisenspitzhacke geht es auf jeden Fall. Also um es mit einer Diamantspitzhacke abzubauen, dauert das ja 20 Sekunden. Ich schlage schon wirklich jetzt lange hier drauf. Oh doch, da war ein kleiner Riss. Man kann es zerstören mit der Hand. Aber es wird nicht gedroppt. Warum habe ich jetzt hier eigentlich Obsidian? Dann kommt das eben hier hin. So, jetzt weiter zum Hausbau hier. Eigentlich könnte ich schon sagen, das Haus ist fertig, aber ich will es noch ein bisschen weiter bauen. Es ist ein bisschen zu lame. Es geht aber immer noch mega langsam hier. Tja, damit werde ich wohl leben müssen. Wenigstens ist Netherrack so instabil und geht super schnell kaputt. Netherrack ist so unstabil wie Porzellan. Passt. Aber zum Glück. Also stell dich mal vor, das hier wäre alles normaler Stein. Wie lange das dauern würde ich? Ich hätte jetzt noch nicht mal die Hälfte hier zerstört von dem ich jetzt zerstört, was ich jetzt zerstört habe. Gott, 4 Stacks. Und die Eisenspitzhacke, die ist schon über die Hälfte kaputt. Sogar einiges über die Hälfte. Aber klar, der Netherrack geht zwar super schnell kaputt, aber die Spitzhacke wird trotzdem beschädigt. Ich glaube, ich habe aber zu wenig Bruchstein.
Tja, da muss ich wohl noch mal in die normale Welt. Da gibt es irgendwas anderes, aus dem ich das noch bauen kann. Holz würde ja schlecht gehen. Denn das würde ziemlich schnell verbrennen im Nether. Ist ja klar. Wusstet ihr übrigens, dass feindliche Mobs rein theoretisch auch am Tag spawnen können? Und wenn man da quasi so ein Haus baut, ohne Licht eben, und es dann in dem Haus stockfinster ist, dann können da auch feindliche Mobs spawnen. Es muss nicht unbedingt Nacht sein, es kann auch einfach sein, dass das Haus zu dunkel ist. Ja, ich habe einmal früher, also als ich das noch auf der Wii U gespielt hatte, habe ich Minecraft auch gleichzeitig das erste Mal gespielt. Habe ich mir so ein Steinhaus gebaut und dann habe ich ja vergessen, Fackeln reinzutun. Also ich wusste, glaube ich, noch nicht mal, dass man Fackeln craften kann, da ich keine Ahnung von Minecraft hatte. Ja, und dann war plötzlich ein Creeper in mein Haus. Ja, und da ist dann explodiert. Oh, das ist sogar eine Mine. Naja, zum Glück auch friedlich. Vielleicht finde ich ja noch eine Kleinigkeit. Ach, das ist die hier. Das ist die Höhle hier. Alles klar. War ich hier schon mal? Nö, ist hier nirgends Eisen hier. Also war ich hier anscheinend schon. Aber hab es nicht abgebaut. Und wo bin ich jetzt hier eigentlich? Ich habe mich allen Ernstes hier schon verlaufen und jetzt sehe ich auch, hier ist doch noch Eisen. Ja, warum nicht abbauen? Okay, 5-mal Eisen. Kann ich ja mit in den Nether nehmen. Es ist schon kaputt, aber ich habe hier noch eine Steinspitzhacke. Ja, von hier komme ich. Tja, dann werde ich jetzt hier noch so viel abbauen, bis die Steinspitzhacke kaputt ist. Und rausschneiden werde ich das jetzt auch nicht, denn sie ist ja schon fast kaputt. Und ich habe zum Glück auch keine weiteren Inventar, denn sonst müsste ich jetzt hier noch mehr Steine abbauen. Da ist ja irgendwas. Da ist wieder so eine Höhle mit Lava. Wie es aussieht. Denn da war gerade so ein Anzeigefehler. Das kennt man ja vielleicht aus Minecraft. Dass da solche kleinen Anzeigefehler sind. Ja, dann wieder ab in den Nether. So. Ah, hier ist mein Haus. Falsche Richtung. Nein, nicht den Netherrack einsammeln. Nein. Wo kann den Mülleimer? Mülleimer funktioniert echt gut. Es war jetzt nichts Kompliziertes, der Mülleimer hier. Aber es funktioniert trotzdem. Okay, ich sollte mir eine Spitzhacke craften, damit ich auch den Stein dann wieder abbauen kann, falls ich mich verbaue hier. So, aus Stein. Das wird ja hoffentlich nicht häufig passieren. Und hier kann jetzt auch... Ich habe das Glas trotzdem drin gelassen. Warum habe ich das Glas drin gelassen? Okay, es sieht so aus, als wenn ich das am Anfang immer nur 2 Blöcke hochbauen dürfte, weil ich das sonst von hier unten nicht mehr erreichen kann.
Ich brauche jetzt ja auch keinen Boden mehr bauen. Denn die Decke von meinem Haus ist jetzt hier quasi im zweiten Stock der Boden. Und jetzt kommt auch wieder Musik von Minecraft. Ist aber eher eine ruhigere Musik und auch meiner Meinung nach nicht so eine coole Musik. Minecraft hat ja auch teilweise ziemlich verrückte Musik. Und wie viel Netherrack ist hier bitte? Ist das alles runtergefallen, weil ich das hier abgebaut habe? Sieht danach aus. Kann ich auf jeden Fall wieder alles in den Mülleimer schmeißen. Oh, nur noch ein Stack. Aber mein Gefühl sagt mir, das könnte knapp reichen noch. Ich hoffe, das stimmt. Wo immer dieser Netherrack hier, der nervt unfassbar. So, 40 mal Netherrack. 52 sogar. Und das hier noch? 54, das waren auch noch zwei. Ja, manchmal wünschte ich, ich könnte die Funktion einschalten, dass bestimmte Materialien, die ich abbaue, nicht mehr gedroppt werden. So, ich habe hier noch ziemlich viel Glas. Ich habe sogar Glas im Inventar noch richtig viel. Ja, dann mache ich hier direkt mal ein riesiges Fenster. Und ich lade nochmal den Minecraft-Welt neu. Bam. Bam. Der Netherrack lässt sich sogar schneller als Bruchstein abbauen. Und dann habe ich hier ein gigantisches Fenster. Im Moment habe ich aber noch gar keine Glasscheiben draus gecraftet. Bam. So. Ja, das riesige Fenster ist fertig, würde ich sagen. Und ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über... Gott, die Fresse hier. Gott. Ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Bis dann und ciao. Euer Jono.